Ich würde gerne mit euch über ein Thema reden, das sich eine Zuschauerin von mir gewünscht hatte. Und zwar geht es um das Pick-Me-Phänomen. Seit 2019 ist nämlich das Ich bin nicht wie die anderen Mädchen im Trend. Nun gibt es die neuere Version, die Pick-Me-Girls und die Pick-Me-Boys. Guys, don't worry. It's just a knee brace. Dylan, did you see what happened? No, I'm fine. I'm tough. I just hurt it playing basketball, football, soccer, and volleyball. It sucks that I have to wear it over my jeans so everyone can see. Like, I wish I could wear it, like, under a dress like you, but, like, I hate dresses and they're ugly. I mean, what's your biggest injury? Like, breaking a nail? I play 17 sports. And I know you go to all my games and stuff because you're, like, obsessed with me, but I'm not gonna be able to play tonight. It's not like I'm gonna go and cheer for the team. Like, cheerleading's not a sport, so... Jeder hat doch bestimmt mal so ein Meme auf Instagram gesehen, so von wegen Heiratsmaterial und Hoes, wo ganz klar unterschieden wird. Bestes Bild ist immer, was ich immer im Kopf habe und was auch total rumging, ist dieses Bild von wegen Wife and Side Chick. Ganz oft wurden diese Vergleiche gemacht oder zum Beispiel, was ich auch oft gesehen habe auf Instagram, der Vergleich deine Ex. Und ich. Und dazu halt ein jeweiliges Bild. Und dabei ging es eigentlich nur darum, sich über Frauen lustig zu machen, die stereotypisierte Dinge tun. Pick-Me-Girls sind Frauen, die nach Beschädigung suchen bei den männlichen Herrschaften, indem sie nämlich die anderen Frauen runtermachen. Also das bedeutet, für die Aufmerksamkeit des Mannes würde man sich selbst immer wieder als Kontrast setzen. Viele Frauen tun es bewusst oder unterbewusst. Und ich muss auch sagen, um ehrlich zu sein, ich benutze das immer auf eine sarkastische Art und Weise unter Freunden sehr gerne. Was ich tatsächlich gerne mache, wenn meine Freundin mir irgendwas erzählt, was halt so ein bisschen pikant ist, und dann sage ich, also ich mache sowas nicht, ich bin eine Heilige. Versteht ihr? Sarkastische Art und Weise, aber nicht ernst gemeint. Ich glaube, was bei dem Pick-Me-Phänomen gemeint ist, warum das so heftig aufgearbeitet wird von vielen TikTok-Bekanntheiten, weil das halt anscheinend ein ziemliches Problem darstellt und schon halt teils toxisch ist. Es ist so bei dem Phänomen, dass man Stereotyp Weiblichkeit einfach ablehnt. Also zum Beispiel, Frau macht sich immer die Nägel, Frauen haben eine ganze Schuhsammlung, schminken sich gerne oder essen beim Date nur einen Salat. Pick-Me-Girls heben sich davon so ein bisschen ab, indem sie Jogginghosen tragen, indem sie auch beim ersten Date einen Burger essen, indem sie eben nicht nur ihre Nägel machen und ohne Schminke rumlaufen. Viele der Pick-Me-Girls tun dies dann, um dann damit so ein bisschen protzen zu können, so nach dem Motto, nimm mich. Und wisst ihr, wen wir die Pick-Me-Mentalität zu verdanken haben? Nämlich Grey's Anatomy. So pick me. Choose me. Love me. Und ja, bestimmt gibt es das auch schon davor, aber bei dieser einen Szene hat man das ganz klar gesehen und das ging halt auch auf TikTok voll rum. Dass Meredith nämlich Derek eine dramatische Pick-Me-Rede hält. Derek konnte sich nämlich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden und in der Schlussszene sagt Meredith irgendwie, such mich aus, wähle mich, liebe mich. Durch TikTok hat sich das dann halt, wie gesagt, rasend schnell verbreitet, um Pick-Me-Girls ins Lächerliche zu ziehen. Irgendwie ist es ein Teufelskreis, weil es wiederholt sich, aber einfach nur von der anderen Seite, versteht man mich? Bestes Beispiel, ich werde euch mal hier ein Twitter-Bild einblenden, sie sich selbst so als jungfräuliche Frau darstellt und dass man sie anstreben sollte. Und sie selbst ist so der perfekte Kontrast zu jeder Frau, die als unverschämt tituliert wird. Irgendwie ist es so, was ich von dem Pick-Me-Girl verstanden habe, ist, dass diese Frauen versuchen, sich von anderen Frauen abzuheben, indem sie traditionell konstruierte Weiblichkeit untergraben oder auch teils erhalten. Ich
bin da voll verwirrt. Das jetzt kurz dazu. Und das, was jetzt aktuell ganz neu im Trend ist, ist nämlich, dass man die Aufmerksamkeit jetzt nicht auf die Frauen gelegt hat, sondern dass man gesagt hat, okay, gucken wir uns doch mal die Pygmy Boys an. Machen wir das doch mal so rum. Auch Männer, die ein toxisches Verhalten aufweisen, wo man auch klar und deutlich ein Muster erkennen kann. Hier einmal die Pick-Me-Boy-Definition. Und zwar, ein Typ, der versucht, ein Mädchen zu bekommen, indem er Dinge wie, ich bin zu nett, Mädchen mögen keine netten Jungs wie mich, ich bin so hässlich und andere Dinge sagt. Sie behaupten, anders zu sein und dass niemand sie mag oder dass sie hässlich sind, um das Mädchen zu zwingen, sagen zu müssen, du bist nicht hässlich, nur damit sie es ertragen können und sag, also denkst du, ich bin heiß? Ich wollte dir sagen, dass ich dich mag. Also die Moral der Geschichte ist, dass Pick-Me-Boys genauso nervig sind wie Pick-Me-Girls. Ist es bei den Männern da oder bei den Jungs oder Männern eher so, dass sie so flirten und emotionale Manipulation nutzen, wodurch sich dann andere Mädchen schlecht fühlen. Ich finde das schon sehr interessant, weil wenn ich zurückdenke, tatsächlich wurde das bei mir ziemlich häufig gemacht, indem der Junge sich selbst schlecht geredet hat, aber auch teils, damit man irgendwie im Gespräch bleibt. Das war so, keine Ahnung, so eine auf Mitleidsschiene, man soll sich dann auch teils für den Typen schlecht fühlen. Gab es noch eine andere Sache, aber das war echt ein Einzelfall. Und zwar habe ich auf Instagram Reel etwas gesehen, da hat ein Typ in einem Badezimmer für die Frauen, das war ein erwachsener Mann, er hat nämlich für die Frauen in seinem Badezimmer eine Dose mit Tampons und Slip-Einlagen und Binden und so bereitgestellt, damit, falls jemand kommt, also eine Frau, wenn er eine Frau zu Besuch hat im Allgemeinen, also Freunde und so weiter, dass sie sich einfach wieder zu Hause fühlen. Ich fand die Idee ehrlich gesagt auch ganz gut. Nur was mich gestört hat an dem Video, und ich wollte es unbedingt euch zeigen, aber ich habe das Video leider nicht mehr gefunden. Ich habe es mir damals nicht abgespeichert. Ich hatte nicht gedacht, dass ich das benötige für ein Video. Der Punkt, wo es mir nicht gefallen hat, ist, dass der Typ dann erwähnt hat, weil das andere Männer nicht haben. Und ich finde, das sollte normal sein. Und deswegen mache ich das so, dass er das extra erwähnt hat, um in dem Moment irgendwie andere Männer schlecht zu machen. Das kam auch für mich teils so rüber, als würde er sich eher seinen Zweck erfüllen wollen. Vielleicht auch, um bei einigen anderen Frauen besser anzukommen. Vielleicht will er auch wirklich nur was Gutes und wird da falsch verstanden. Das weiß man eben nicht. Es kam halt so rüber in dem Video. Vielleicht haben ja einige das Video gesehen, weil es ging echt durch die Decke. Das zu dem Thema. Lasst mir gerne eure Gedanken dazu da. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns auch ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao.